Herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Nach dem Dreieckigen, dem Viereckigen sind wir heute bei dem fünfeckigen Osterkörbchen oder Osternest. So schaut es aus. Von unten siehst du das Fünfeck und oben siehst du die fünf Ecken. Und wie habe ich das gefaltet? Ich habe zuallererst ein Designerpapier in den Maßen 6x6 Inch zugeschnitten. In ein Fünfeck, dafür habe ich mir schon mal eine Schablone gemacht. Wie du ein Fünfeck konstruierst oder ob ich dir vielleicht meine Schablone gebe, frag mich einfach. Also, es geht ans Falten. Das Fünfeck. Ich möchte die blumige Seite, die besonders blumige Seite außen haben. Zuallererst brauche ich eine Linien, fünf Linien, die hier von den eine Ecke aussparen und dann diese gegenüberliegenden Ecken miteinander verbinden. Und ich mache das ganz einfach so, dass ich das Blatt rüberziehe, die beiden Ecken mir betrachte und dann mal eben locker eine Linie falte. Ich könnte das auch anders machen, hätte dann aber jede Menge Faltlinien. Deswegen bleibe ich bei meiner Methode. Ich ziehe also die Ecke in die Mitte, schaue auf beide Ecken links und rechts und falte die Linie. Und ab jetzt wird es einfacher, weil auch ein Fünfeck ist symmetrisch. Ich kann also jetzt die Kante hier anlegen und komme genau auf der Ecke raus. Das ist die erste gefaltete Linie gewesen und die kann ich jetzt benutzen. Es fehlen noch zwei Linien. Ich habe ja hier schon gefaltete Linien. Die benutze ich. Vierte Linie. Die fünfte Linie. Und wenn das alles richtig gelaufen ist, dann gehen meine Ecken zipfelgenau, passgenau aufeinander. Und ich habe fünf Linien. Ich falte das mal so ein bisschen, dass man das sieht. Es kommt eine Sternform bei raus, richtig? Genau. Und jetzt brauchen wir noch eine Faltlinie, und zwar hier in der Mitte von jeder Zacke. Die falte ich jetzt wirklich so, dass ich beide Ecken aufeinander lege und bis zum ersten Kreuz halte. Und das mache ich an allen fünf Seiten. Ecken aufeinander legen und bis zum Kreuz falten. Nächste Runde, die Ecken aufeinander legen, die gegenüberliegenden, bis zum Kreuz falten. Zwei haben wir noch. Aufeinander legen und bis zum Kreuz falten. Und die letzte Ecke aufeinander legen. Und bis jetzt falten. Haben wir hier Mittellinien. Es gäbe viele schöne Konstruktionen, zum Beispiel eine Verpackung, die so aussieht, ein bisschen diamantförmig. Weil witzig wollen wir aber heute nicht machen. Heute geht es ja ans Osterkörbchen. Also brauche ich eine Schere. Schneide jetzt genau diese letzten Linien, diese fünf, bis zu der Mitte, dort bis zu dem Schnittpunkt, an allen Seiten ein. Und Nummer 5. Ich falte das mal hoch, dann siehst du das und kannst mit deinem Projekt vergleichen. So schaut das aus. Stern ist heute nicht dran, also alles wieder runter. Jetzt brauchen wir Klebeflächen. Und nachdem ich eben so wieder so schmierige Hände hatte vom Flüssigkleber, versuche ich das jetzt mit Abreißklebeband. Und zwar setze ich an diese Kante einen Kleber. Und an diese Innenkante ein Stück. Reiße beide Schutzfolien ab. Notfalls nehme ich die Pinzette. Leg die Ecken aufeinander und drücke an. Damit das symmetrisch aussieht, mache ich alle Ecken gleich. Also in die gleiche Richtung. Hier ein Stück Kleber drauf. Hier innen ein Stück Kleber drauf, Schutzfolie abreißen, und wieder die rechte Seite auf die linke Seite, Linien genau aufeinander kleben. Dritte Ecke,
außen innen. Schutzfolie abreißen und rüberschieben nach rechts. Linien genau kleben. Zweimal haben wir noch. Einmal. Zweimal. Wird enger, aber machbar. Rechts auf links. Rüberschieben, festkleben. Und die letzte Seite. Innen. Und außen. Noch einmal die Schutzfolien abziehen. Mach's gut. Ja, auch beim letzten. Und beide Felder. Gucken, dass kein Klebestreifen rausschaut. Aufeinander kleben. Das Fünfeck von unten. Und das Osterkörbchen oder das Osternest von oben. Ja, ob du es jetzt außen dekorierst, kommt sicher darauf an, wie du es gern haben möchtest. Das Designerpapier, finde ich, ist schon so bunt, ich möchte das nicht außen dekorieren. Ich habe schon ein Osterkörbchen, klein aber fein, kann man ja auch größer machen, das Fünfeck. Und meine Idee, die ich hier noch habe, ist ein Stück Pergamentpapier, das kräftige von Stampin' Up. Habe ich geprägt mit einer der schönen Strukturprägeformen und habe es dann genauso gefaltet. Dann habe ich das Gänseblümchenglück stempelt und embossed mit der Stanze. Moment, Dauer. Zierzweig verziert, eine Schleife angesetzt und schon habe ich ein kleines, aber feines, leuchtendes Wendel. Ja, bei Sonnenschein leuchtet es weniger. Das war mein fünfeckiges Osterkörbchen. Falls du Fragen zum heutigen Projekt hast, schreib mir eine Nachricht. Alle Kontaktdaten findest du unter dem Video und natürlich auf meinem Blog www.stempelfamilie.blogspot.de. Ich wünsche dir kreative Zeiten und bis zum nächsten Mal. Deine Angela von der Stempelfamilie.